Der Klimawandel spielt natürlich auch zunehmend eine ganz entscheidende Rolle auf der Intergeo Conference. Heute Morgen war es auch das Thema von Professor Dr. Theo Kötter von der Universität in Bonn. Der Klimawandel Stadt, Land und Raum ist natürlich ein ganz zentrales Aufgabenfeld. Wie beurteilen Sie im Moment die Situation, auch mit Blick auf die zu erreichenden Klimaziele, die ja anstehen? Ja, also die Bewältigung des Klimawandels, Klimaschutz und Klimaanpassung ist, glaube ich, die Herausforderung für die nächsten Generationen. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, um darauf adäquat zu reagieren. Wir müssen jetzt handeln. Und die Ziele sind klar formuliert, aber ungewiss ist, ob die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, tatsächlich ausreichen. Wir haben kein Defizit auch an Konzepten und Programmen, die liegen alle vor, die Ziele klar formuliert, aber wir haben ein sehr gewaltiges Umsetzungsproblem. Und wir haben das eben in der Expertenrunde deutlich gehört, also zum Beispiel der Verkehrssektor, da ist wenig passiert, da sind wir kaum von der Stelle gekommen. Wir haben gehört, die Modernisierung im Bestand, unsere Städte sind gebaut, wir müssen also den Bestand modernisieren und klimaneutral gestalten. Und mit den Raten von 1-3% pro Jahr werden wir das bis 2045 nicht hinbekommen. Also, und das ist die offene Antwort, die wir geben müssen, wie wir denn tatsächlich dieses in dieser Zeit schaffen wollen. Also wir haben Umsetzungsvollzugsdefizit. Welche Rolle spielt die Geodäsie im Bereich dieser Planungseffizienz? Also die Geodäsie könnte noch eine sehr viel größere Rolle spielen. Also es ist unverkennbar, dass sie aufgrund der Digitalisierung von Planungsprozessen erheblich an Bedeutung gewonnen hat, indem sie Informationen bereitstellt, Informationen analysiert, Daten analysiert, Raumbezüge herstellt, Planungsentscheidungen bewerten und analysieren kann, auf Folgen hinweisen kann, Simulationen mit Raumbezug erstellen kann. Und das gilt in besonderem Maße auch für das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung, dafür die passenden Standorte zu finden. Also der Geodäsie wächst da eine ganz zentrale Rolle zu. Auch hier ist das Problem, es fehlt am Personal, das es ausführen kann. Die Aufgaben liegen auf der Hand und wir haben die Technologien, die Methoden, die wir anwenden können, um damit einen wirklich großen Beitrag zu leisten, um damit zu rationalen Entscheidungen zu kommen, Planungsprozesse auch zu beschleunigen, zu verkürzen, ohne dass sie zu undifferenziert und damit nicht gerecht durchgeführt werden. Man darf ja einen Wissenschaftler eigentlich nicht fragen, ob er Hoffnung hat, weil er sich ja eigentlich an Fakten hält. Aber was macht das mit Ihnen selbst, gerade auch diese sehr offene, aber auch offensive Diskussion erlebt zu haben, bis hin zu Energiethemen, Vermietung, Lösungen, die man sieht, die liegen auf der Straße, woanders liegen sie auch schon vor, Schweden Beispiel. Was macht das mit Ihnen? Sind Sie hoffnungsfroh noch? Ich bin sehr hoffnungsfroh, insbesondere deswegen, weil wir im Moment, und das ist ja was Neues, was da jetzt an Bewegung in Gang gesetzt worden ist durch die jüngere Generation, durch die Schüler. Also die Generation, die es ja im Grunde genommen betrifft, deren Leben die mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen müssen. Und die haben inzwischen ein solches Bewusstsein entwickelt und weisen auf die Problematik hin und sind sehr hartnäckig. Und das macht mir Hoffnung, dass es gelingen wird, also jetzt auch Lösungen zu finden und auch die Umsetzung zu beschleunigen, um dadurch Druck aufzubauen von der nächsten Generation. Ganz herzlichen Dank.